Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 mit einem ganz großen, wir machen Päckchen auf Spiel. Ihr seht schon hier oben 251.000 Punkte und die werden wir jetzt alle mal öffnen. Hier HWPLL5 ist wieder bei uns mit dabei. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich gestern in der Folge einen leicht verkackten Ton hatte. Auch heute ist es wieder so. Also später in der Folge hier. Das hier nehme ich jetzt nur kurz vor auf. Aber da in regulierter Form, weil ich da ein bisschen anders aufgenommen habe. Aber wenn wir heute aufnehmen, beziehungsweise morgen aufnehmen, dann ist am, lass mich jetzt nicht lügen, am Dienstag wieder alles in Ordnung. Und ich würde sagen, wir öffnen mal ein paar Packs hier. Denn das Ganze soll ja dazu dienen, hier in Ruhe mal durchzugucken, was wir hier rausziehen können. Wir können hier rausziehen, den Hut, einen Hut für einen Mais, je nachdem was es ist, einen verpackten Mais, alles klar. Dann eine super seltene, ein super seltenes Waffendesign, ZOM 1, okay, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Müssen wir später mal anlegen. Neapolitaner, das gibt's zum Essen, by the way. Eiskaffee Silber, Heilblume und MG-Roboter, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt wieder einiges zum Aufstellen gekriegt und gucken jetzt mal weiter. Wir haben ja noch einiges an Punkten. Wir können einiges öffnen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Oh, ein Schnapperteil. Ein seltenes. Ein Mund nämlich. Da hinten hängt nur das Zöpfchen. Das sieht man da hinten sehr gut. Ein bunter Schmelzer. Was auch immer das ist. Tim Melzer wahrscheinlich. Explosionsradius. Ungewöhnlich. Okay, Tattoo ist das. Mr. Freezy. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Die Dinge habe ich schon ein paar Mal gesehen. Aber leider noch nie selbst ausprobiert. Zweifarbig. Hatten wir den nicht schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Und das Terrakotta-Kraut. Einmalhilfe. Alles klar. Gut. Interesting. Dann werde ich jetzt nochmal die weiterhin öffnen. Als nächstes machen wir mal ein ganz großes auf. Vielleicht kriegen wir ja einen voll coolen Spielcharakter. Oh, und noch ein Teil vom Schnapper. Das sieht mir sehr nach dem Feuerschnapper aus. Eventuell. Der ist so rot. Ich kenne mich damit noch nicht so aus. Neongelb, was ist das Waffendesign? Für welchen, für was ist es? Ach, bestimmt für den NG. Unheilspilz, die sind ultra stark, diese Dinger. Die Lippen. Guck ich das an. Von hier hinten, so nach vorne, so voll provisorisch festgemacht mit dem Ding. Explosiver Wicht. Fliegerbrille. Mein Gott, ey, das ist echt cool. Okay, dann machen wir jetzt mal noch so, ich würde sagen, wir machen sogar zwei davon auf. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Oh, und eine Blume, eine Sonnenblume. Die Vampirblume. Guckt euch das an, jetzt können wir auch endlich mal mit der spielen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was die drauf hat. Wird dann aber wahrscheinlich erst morgen in der Folge kommen. Machen wir gleich noch eins auf. Jetzt habe ich ja schon mal was Gutes erwischt. Vielleicht kriegen wir noch was Cooles. Ein Piraten? Wen denn? Captain Kanone. Okay, mit dem kann ich jetzt noch nichts anfangen. Der scheint... Ah doch, das ist der mit dem Loch im Hut. Den hat Fabi so gerne gespielt. Muss ich mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Okay, was machen wir jetzt auf, Leute? Was machen wir jetzt auf? Wir können uns noch sowas hier leisten. Dann kaufen wir uns jetzt einen Blumenpack. Und dann noch einmal ein 15.000er Päckchen. Das sollte dann super funktionieren. Okay, da haben wir noch ein bisschen von, ich denke mal, der Eisorange. Spielcharakter-Sticker für die Erbsenkanone. Noch mehr Unheilspilze. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Blasengenerator. Niedliches Kätzchen. Oh, guckt mal für Rosie. Niedliches Kätzchen. Porzellanvasenkraut. Und, oh, Kokosnüsse. Sieht auf jeden Fall super aus. Dann machen wir noch ein 15.000er Päckchen auf. Gucken, ob wir danach immer noch welche öffnen können. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und eine Kaktee. Weiß noch nicht so ganz genau, was das für eine ist. Satellitenbot, Schleimpilz, Tarnmuster, Superstreifengold und Pfannkuchenbrille. Die finde ich cool, die werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal anziehen. Momentan bin ich ja sehr auf dem Wissenschaftler-Trip, muss ich hier zugeben. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich eher weniger antesten. Ich werde es zwar antesten, aber nur in kleinen Mengen. Mr. Freezy, da ist er wieder. Porzellanvasenkraut, Selbstwiederbelebung und Kraut. Einer geht noch rein. Zack. Und da ist er, der Explo-Roboter. Heilkraut, Selbstwiederbelebung, Kürbiskraut und Heilblume. Alles klar. Gut.
Dann würde ich sagen, das war's mit dem ersten Teil des Videos, liebe Freunde, der virtuellen Zeitverschwendung. Jetzt schießt er einen wieder auf mich. Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen. Jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten Teil, sag ich mal. Bleibt dran, die Kalli wird jetzt gleich wahrscheinlich anmoderieren. Und es geht sofort weiter. Ein bisschen verkackten Ton, aber morgen ist das gefixt. Dankeschön fürs Zusehen und bis gleich. Ja, wir nehmen wieder auf, wenn wir jemals aufgenommen haben. Super. Ich weiß es jetzt natürlich nicht so ganz. Oh, lol. Vielleicht sind wir aber auch vorher schon drauf gewesen. Das Programm hat sich einfach nur durch das, dass ich jetzt die Aufnahme beendet habe, selbst abgeschossen. Das kann natürlich auch gut sein. Ja. Das passiert tatsächlich mit OBS häufig nach dem Stream. Okay. Das ist mir bisher noch nicht passiert. Außer wenn irgendwas overloaded war. Oh, Alter! Door to tomorrow. Okay. Welche tiefsinnige Namen. Tür zum Morgen. Auch, wie heißt der Typ nochmal? Dieser Comedian, der immer mit dem viel zu kleinen Wollpullover auftritt. Und mit der Hose, mit dieser übelst kurzen Hose. Wollpullover und ich kenne nur einen mit so einem Polunder. Ja, genau, sag mal. Gott, wie heißt der noch? Schubert, Ralf, irgendwas mit Schubert. Nee, Ralf Schubert ist jemand anderes. Olaf Schubert, oder? Olaf Schubert, ja genau. Ralf Schmitz meintest du. Nee, ich meine Olaf Schubert. Ja, aber Ralf Schmitz und Olaf Schubert, genau. Und Olaf Schubert ist der mit diesem Polunder. Genau. Und der Schubert, der hatte in Erfurt ein Programm und hat gesagt, ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so witzig, aber wir hatten es gerade vor einer Tür. Erfurt ist die Tür zu voll poetisch und dann kam zu dem dahinter. Und naja, das war halt richtig doof. Erstmal musste ich mich weg. Was? Hey! Trommelpeter. Warum Trommelpeter? Der trommelt später. Ja, was? Oh, wir haben gewonnen! Das ist schön. Ein dicken Golf-Zombie. Bei Ralf Schmitz war ich auch schon, aber das war ein Abend, der mir leider schlecht in Erinnerung bleibt. Also, das Programm von ihm war klasse. Ich habe selten so gelacht. Das Doofe war nur, wir mussten da morgens schon losfahren und sind abends spät wieder nach Hause gekommen und am nächsten Tag habe ich eine Mathearbeit geschrieben. Oh, das ist gut. Das hilft einem immer wahnsinnig viel weiter. So eine Mathearbeit und ein Comedy-Programm am Vorabend und den ganzen Tag nicht zu Hause, dass du dich eigentlich überhaupt nicht am letzten Tag nochmal drauf vorbereiten kannst. Das ist ein wunderbares Gefühl der Wonne. Der Wonne? Ja, der Wonneproppen. Der Wonneproppen. Ja. Okay. Bin mal gespannt. Bin ich jetzt wieder Zombie oder sind wir jetzt wieder Zombie oder kommen wir jetzt zu den Pflanzen? Oder sind wir vielleicht plötzlich ein Fisch? Das kann natürlich auch sein. Ich bin der Kugelfisch. Oh Leute, wo bin ich eigentlich gelandet? Auf dem Zap-Teams. Auf dem Reiterhof. Warte mal, ich muss Jazzhände machen. Oh Jazz Gott, was? Ich kann's nicht. Vergiss es. Jazz was? Jazz, wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, Jazzhände. Ich geb dir gleich mal Jazzhände. Jazzhände ins Gesicht. Dann greifst du mal einen C Major 7, bitte. Oh, da ist ein Kartoffelmais. Nein, geh weg. Alter, hier, Havelpl. Hier diese. Ja, da hinten, HWPLL5, die spielt echt Tag und Nacht, dieses Spiel kann das sein. Und das Geile ist, die spielt immer mit uns. Ja. Es stört mich nicht, weil wir gewinnen halt meistens dadurch. Verdammt, ich bin nicht hoch genug gekommen. Ich habe schon direkt das erste Mal gefailt. Nein! Jetzt kriege ich aber hart auf die Nüsschen. Auf die Mais... Taube, das sind yeah! Wie heißt denn das nochmal? Maiskolben. Maiskörner? Das sind Maiskörner, ne? Mais. Achte mal da drauf, wenn du schießt, dann nutzen sich die Maiskolben ab. In den Echt? Händen. Dann werden die leer und dann hast du irgendwann nur noch so einen halben Kolben voller Maiskerne. Echt? Ich sehe meine Hände gar nicht. Ich habe da so viel zu viel Zeug drum.
Meine Maiskolben sind ja geschält und die Schale sozusagen, wie bei einer Banane, hängt halt an der Seite so nach hinten. Deswegen sehe ich da vorne nichts. Du hast ja den Folienkartoffel-Mais. Ach nee, Quatsch, gar nicht. Du bist der Wikinger, oder? Ja. Da sieht man das irgendwie ultra schlecht. Aber ich könnte ja mal... ich könnte ja mal ein bisschen... Oh nein, oh, jetzt habe ich ihn wieder ausgewählt, statt ihn zu verbessern. Da hat Kadi wieder ihre böse Seite rausgelassen. Ihre Hexenseite. Ich niemals. So was hab ich nicht. Aua. Ich habe heute tatsächlich ein sehr vernünftiges Kommentar gelesen zu der Frage, ob ich wieder SSO spielen kann. Das war richtig lustig. Weil mir hat jemand zugestimmt, dass ich besser lassen soll, SSO zu spielen. Ansonsten würde mir, wie bei dir und Fabi, vorgeworfen, dass ich andere Leute vergewaltige. Und es wäre sowieso nur Geldverschwendung. Einfach eiskalt rausgefetzt in die Kommentaren. Fand ich dann doch schon sehr amüsant. Ja, also teilweise ist es interessant, was einem in SSO so alles unterstellt wird. Das ist wohl wahr, ja. Zum Glück ist es jetzt seit längerer Zeit nicht mehr vorgekommen. Seit entsprechende Spielerin gesperrt wurde. Ja gut, aber sowas kann halt immer noch mal vorkommen. Besonders wenn das Spiel für jüngere Leute, die dadurch irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu gewinnen, gespielt wird. Oh Gott, ich dachte gerade, hinter mir ist ein Zombie. Das ist ein Darth Vader-Zombie. Cool, hier ist ein Gatter. Die Vampir-Sonnenblume bei uns im Team ist genial vom Aussehen her. Ich vermag aber nicht, sie zu vermag es nicht, sie zu beschreiben. Yay, ich habe schon wieder einen Kill gemacht. Alter, die Wichte sind halt echt irgendwie. Was? Noch ein Kill. Tür der Noob. Aha, okay. Ah, alles klar. Good to know. Okay, wir gewinnen gerade da tatsächlich doch nochmal. Also es gibt ja echt mittlerweile eine ausgeglichene Spielform, habe ich das Gefühl. Ja. Vor allen Dingen macht es mal wieder richtig Spaß, hier durchzurattern und zu knattern. Und zu knattern und zu baddern. Von Durum 132 wurde ich getötet. Mich hat Chip Chidua. Chip Chidua. Meine Stimme macht schon wieder schlapp. Was sind denn jetzt eigentlich Jazzhände? Das ist so, wenn du so kurz mit den Händen wackelst. Was? Muss ich jetzt, bin ich jetzt nochmal gezwungen, deine Folge zu gucken? Okay. Ich kann das aber nicht. Hä? Was? Du kannst es nicht, aber du machst Jazzhände. Ja. Verdammt, ich kann jetzt nicht mal sagen, weil ich es kann, weil ich kann es ja nicht. Aber nee, das hast du dir jetzt hiermit verspielt. Mich hat Toy Roy, der Noob oder sowas. Okay. Tür der Noob oder Tür der Noob, keine Ahnung. Da ist doch gerade irgendwo hingesprungen, wo ist er denn jetzt hin? Oh. Haben wir gewonnen? Nee, noch 10. Die Taschen sind voll mit hart gekochten Eiern, das wollten wir nicht wissen. Also ich wollte das wissen. Wollt ihr schon das Weinen in Willis Stimme? Oh nein, das war ein Mais, verdammt. Ich hab hier einen nervösen Finger. Ein Reismais. Nein, ein Maisreis. Was war zuerst da? Mais oder Reis? Gesundheit. Gesundheit. Danke, Entschuldigung, gewonnen. Sehr schön. So, Kadi, ich habe die peinliche Anmod so halb gemacht. Jetzt hast du die peinliche Abmod. Mach bitte eine peinliche. Ja, ich möchte keine seriöse Abmod. Wir können nichts. Doch. Nein. Darf ich hier wieder einen Zirpen einfügen? Guck, da ist die coole Vampirblume. Die sieht echt cool aus. Mir fällt keine peinliche Abmord ein. Ist das peinlich genug? Du kannst wieder die Jazzhände machen und dabei lustig grinsen. Genau das! Das meine ich! Weiter! Jetzt mach die Jazzhände! Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Zurück mit Kartoffeln und Sepplingen. Genau. Also, lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Heute mal ein etwas besonderes Video. Zunächst ein Pack-Opening und anschließend sogar noch Szenen mit der Cuddy. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben oder eine entsprechende Bewertung dalassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis morgen.